Am 1. Juni 2023 wurde weltweit der Weltmilchtag gefeiert, um die Bedeutung der Milchproduktion und Konsum hervorzuheben. In Österreich fanden zahlreiche Veranstaltungen statt, bei denen prominente Persönlichkeiten wie der Landwirtschaftskammerpräsident Diplom-Ingenieur Nikolaus Berlakovic teilnahmen. Die Veranstaltung im Stadtpark in Oberwart bot den Besuchern auch die Möglichkeit, an verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen, wie zum Beispiel Verkostungen von Milchprodukten und Informationsstände über die Milchwirtschaft. Herr Präsident, heute Weltmilchtag in Oberwart präsentierte Noem und Schärding ihre Produkte. Wie wichtig ist es, dass man sie ab und zu so präsentiert? Es ist sehr wichtig, weil wir ja den Konsumenten sagen wollen, dass unsere Milchbauern eine Top-Qualität erzeugen, sich tagtäglich bemühen, den Tisch der Menschen zu decken und vor allem, dass eine regionale Milch im Burgenland erzeugt wird, die kontrolliert wird und ein sicheres Produkt ist. Das heißt, diese Diskussion, Kühe, sondern zu viel Methan, so und so, eigentlich ein Blödsinn? Naja, es ist einseitig. Natürlich hat ein Kuh aufgrund der Biologie die Gase aus, aber gleichzeitig erhält die Kuh die Wiesen, weil das Gras damit verwertet wird über die Kuh und erhält die einzigartige Kulturlandschaft und vor allem, was ganz wichtig ist, auch die Biodiversität, die Artenvielfalt. Daher sind Kühe wichtig und bereichern unsere gesamte Gesellschaft. Wie viel Prozent der Milch im Burgenland ist eigentlich schon biologisch? Wir haben 4 Biobetriebe. 76 andere Milchviehbetriebe. Es ist leider so, dass durch Auflagen der Europäischen Union Biobauern ausgestiegen sind, weil die eine Weidehaltung brauchen und das ist im Burgenland hat halt keine Tradition. Jetzt haben leider ein paar Betriebe aufhören müssen, aber wir arbeiten weiter. Dann sage ich besten Dank und viel Spaß beim Verkosten. Dankeschön. Danke. Carina Laschober-Löw, eine Landtagsabgeordnete mit eigenem Bauernhof. Einen schönen Tag, wir sind heute am Weltmilchtag in Oberwart. Sie haben ja auch einen Bauernhof und natürlich auch Kühe. Wie viele und wie viel Milch produzieren die? Ja, also genau, wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Schwerpunkt Milchwirtschaft, haben aber auch Direktvermarktung von Schweinen. Ja, die Milchwirtschaft, da haben wir ungefähr 40 Milchkühe, mit der Nachzucht sind wir ein paar 100 Stück in etwa. Wir sind ein reiner Familienbetrieb, bei uns wird halt die Arbeit aufgeteilt. Für den Milchbetrieb ist mein Bruder vorwiegend zuständig und der Papa. Wir müssen zweimal im Tag gemulcher werden, ist natürlich sehr aufwendig. Ob Sonnenfeiertag, ob Schirchschein, ob es um Gur geht, man muss halt jeden Tag hingehen und die Tiere versorgen. Die Umstellung auf die Sommerzeit, spielen da die Kühe mit? Ja, also für das ist das kein Problem. Das heißt, ihr steht eine Stunde früher auf sozusagen? Ja, genau so ist es ja. Aber bei uns ist sehr oft, bei uns geht es nicht so ganz in der Früh los, bei uns ist eher, also ab 8 in 1 erst das Gemulchen werden und dann am Abend halt wieder so spät. Also es muss ja der Abstand muss passen, die 12 Stunden ungefähr, aber ob es jetzt um 12 Uhr Mitternacht oder um 12 Uhr auf die Nacht, also ob 6 in der Früh oder 9 in der Früh, das ist eigentlich egal. Und welche Produkte erzeugt ihr selbst beim Hofverkauf, für den Hofverkauf? Also Milch verkaufen wir eigentlich zur Gänze an die Molkerei. Ein bisschen an Frischkäse machen wir selber, also bei der Buschenschank verkaufen wir den. Und sonst haben wir direkt Vermarktung von Schweinefleisch vorwiegend. Also wir mästen selber, wir schlachten selber, wir verarbeiten das zu Fleisch- und Wurstwaren und das haben wir dann bei der Buschenschank im Angebot. Fünfmal im Jahr haben wir für eineinhalb Wochen offen, klassisch nur kalt, also Jause. Und da ist meine Aufgabe bei der Buschenschank, tue ich Brotbacher zum Beispiel. Dann sage ich vielen Dank für die Informationen, war sehr lehrreich für uns und viel Spaß noch beim Weltmilchtag. Dankeschön, euch auch.
Landwirtschaft basiert auf Familienbestreben und es muss in jedem Konsument klar sein, dass er mit seinem Griff ins Regal darüber entscheidet, ob Familienbetriebe in Zukunft haben. Heute ist Weltmilchtag, wir sind hier in Oberwart. Sie sind Geschäftsführer der NÖM, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wie wichtig ist es, dass man sie ab und zu präsentiert? Ich meine, ich werde sicher öfters einmal im Jahr wo präsentieren. Ist ganz klar, ist am Weltmilchtag ein besonderer Tag. Dort wollen wir einfach die Arbeit unserer Bäuerinnen und Bauern besonders in den Vordergrund rücken. Und daher, natürlich präsentieren wir uns öfters, aber an diesem 1. Juni jedes Jahr und mit großer Überzeugung. Warum mit großer Überzeugung? Die österreichische Milchwirtschaft basiert auf Familienbetrieben. Das heißt, über Generationen denkend, nachhaltig wirtschaftend und alt und jung gemeinsam. Und daher ist uns das so ein Anliegen, dass die Konsumenten uns mit uns den Schulterschluss gehen, dass wir Wertschätzung brauchen, um Wertschöpfung zu erhalten. Und das ist voneinander nicht zu trennen. Und um das appellieren wir, um das ersuchen wir. Und ich weise immer wieder darauf hin, wenn es Landwirtschaft dann nicht mehr gibt, dann wissen wir, was wir verloren haben. Das wird bei der Gesundheit. Solange man gesund ist, ist es sehr selbstverständlich. Erst wenn man es nicht mehr ist, dann wird es auf einmal wertvoll. Es gibt ja immer wieder neue Produkte. Man staunt ja, wie viele es schon gibt von Milch. Was gibt es heuer Neues? Also wir sind momentan sehr stark im Trend proteinreiche Produkte. Das heißt, wir haben die Technologie in Baden, wo wir eben das Protein anreichern, das heißt aufkonzentrieren. Und diese Getränke unter NÖM Pro sind momentan der Renner in den Regalen. Dann wünschen wir noch einen schönen Tag und viele Leute, die verkosten. Herzlichen Dank und danke auch für Interesse und Unterstützung. Danke. Perfekt. Herr Weber, Sie sind Milchbauer. Wie ist das so? Was erzeugt man da alles selber oder geben Sie die ganze Milch einfach weiter an Molkereien? Na, wir liefern die Milch an die Berglandmilch, Volzberg. Also da wird die Milch zu dem Käse Mosbacher und Amadeus verarbeitet. Ist ein modernes Werk, wird zweitägig abgeholt. Betrieb selbst tun wir nur kleine Mengen für uns eben Milch verarbeiten, verkaufen, was es im Hausgebrauch bzw. was die Nachbarn brauchen. Das heißt, nur für Hausgebrauch wird selber noch gemacht, der Rest geht einfach an die Molkerei und die Molkerei bestimmt dann eigentlich, was daraus wird. Sie haben da keinen Einfluss mehr, welche Produkte erzeugt werden. Das haben wir natürlich nicht. Die Molkereistruktur hat sich ja wesentlich verändert, um eben diese Milchmengen verarbeiten zu können, vor allem die Kostenstruktur der Molkereien zu behalten, damit es am letzten Ende das auch nicht den Konsumenten so teuer kommt, das Ganze. Den Einfluss haben wir nicht, aber natürlich sind wir Genossenschaftsmitglieder. Also es gehört diese Molkerei in Wahrheit den Bauern. Die Berglandmilch ist ja die größte Molkereigenossenschaft Österreichs und wir können indirekt natürlich schon mitbestimmen, wie der Kurs der Molkerei ist. Dann sage ich besten Dank und weiterhin viel Erfolg. Ja, danke auch.